Matthias, das ist alles deine Schuld. Mit deinem dauernden Gezeige von Petersen Pfeifen verfolgen sie einen. Jeden Tag. Hierfür trägst allein du die Verantwortung. Oh, verdammt. Sie kommen schon wieder. Die Gedanken an noch mehr Petersen Pfeifen. Haut ab! Freunde, erstmal wieder euer George. Ja, ihr seht, so schnell geht es, dass man in so einer handfesten Petersen-Psychose endet. Und ja, wir hatten das Ganze begonnen. Das ist eigentlich schon relativ zeitig losgegangen. Spätestens, wenn man mit diesem Sherlock Holmes-Film in Kontakt kommt, ist es ja dann so, dass du dort die Pfeifen siehst und irgendwann forschst du da mal ein bisschen nach und triffst dann zwangsläufig auf den Namen Petersen. Und meinen ersten wirklichen Kontakt, also dass ich auch mal so eine Pfeife in der Hand hatte und die Größe und das alles mal ein bisschen angucken konnte, das war in Lohmar 2017. Da war so ein Estate-Ständer da, da hatte irgendein Händler Feuerzeuge verkauft und so. Und da stand so ein typischer Sherlock Holmes-Petersen-Ständer da. Und da standen so 5 oder 6 Modelle. Und da war auch dieses 05er-Shape dabei. Ich glaube, so heißt das. Und das war mir aber alles irgendwie zu teuer. Ne? Da war irgendwie, ja, ich dachte mir dann, was, so viel Geld, und da war auch der ein oder andere Rand oben nicht ganz so toll. Und da schon gedacht, nee, das ist mir dann so blöd. Da kaufst du dir die vielleicht lieber mal neu, legst noch 30, 40 Euro drauf, und war mir einfach zu fettig. Naja, und ja, nun ist es ja so, dass unser Kampfprediger, ne? Der Matthias vom Kanal MathK. Und übrigens, Kampfprediger, das soll natürlich keine Kritik an der Sache sein. Ich ziehe mir sehr wohl auch die ein oder anderen gut gemeinten Ratschläge ganz gern aus der Bibel, und sie sind ja auch allgemeinhin bekannt. Ich jetzt als erprobter Atheist, gibt es ja in unseren Breitengraden einige davon, habe wie gesagt gegen die ganzen Sachen gar nichts, und es wird ja dort im Grunde genommen auch auf eine sehr, sehr markante und verständliche, manchmal auch spielerische Art und Weise der gesunde Menschenverstand erklärt, angezapft und gutgläubig weitergegeben, sage ich jetzt einfach mal. Ja, also aber im positiven Sinn. Ja, also da kann sich wirklich jeder was draus ziehen, was für ihn und seinen Weg gut ist, um vielleicht die ein oder andere Hoffnung oder den nötigen Anschub für irgendeine Sache zu finden. Und von daher ist das, wie gesagt, keinesfalls negativ zu werden, Matthias, falls du zugucken solltest. Und jedenfalls hast du mich aber was man wirklich bei dir als passives Kampfpredigen ansehen kann, ist, dass du ja dann ständig deine wunderbaren Petersen-Modelle ins Bild reinhältst, und bei mir da natürlich immer wieder dieser Gedanke kommt, den man dann irgendwann endlich mal auch vergessen hat, also sagen, ja gut, eine Petersen machst du irgendwann mal hin, und dann jeden Montag oder jede Woche kommt der Matthias mit seinen Petersen-Pfeifen und schiebt den Gedanken immer wieder von der Passivität in die Aktivität rüber. Und so kam es natürlich, dass auch ich mir ja dann bei, ne, Smoking Pipes mal ein Auge geholt habe, und dort werden die Pfeifen, die abgebildet werden, auch genauso verkauft. Ne, das ist dann 1:1 das Modell. Und da fand ich doch so ein nettes Stück für $100. Und ja, Versandkosten wie immer in Witz, ne? Da sind so ein bisschen so mit $3.70 dabei. Und da habe ich mir gedacht, okay, $103. Ist vielleicht ein Versuch wert, umgerechnet zum Kurs hin und her warst du am Ende bei $83, und ja, war eine ganz coole Geschichte, und das Stück ist es nun dann letzten Endes geworden. Ne? Ich zeige es dir nochmal ringsrum. Spotfrei, makellos, unlackiert, mit diesem Silberring und diesem silber eingelassenen Petersen P. Dann das P-Lip-Mundstück, was ich schon immer gern mal haben wollte, was ich meiner Meinung nach sehr, sehr positiv macht. Also ich kenne sowas, hatte sowas bisher noch nicht da. Und für mich macht sich das positiv, gibt eine andere Art von Rauchgenuss frei und bei dem einen oder anderen Tabak ziemlich von Vorteil, wenn es nicht immer alles sofort und so brachial, wenn man gierig zieht, auf die Zunge trifft, sondern
dass ich dann erstmal Richtung Gaumen auf den Weg mache. Ich hatte ein bisschen Angst bei so einem Blind-Internet-Kauf, dass es mir so gehen könnte wie Günther Weinhengst, der dann hier so Probleme hat und das zusammendrücken konnte. Also bei meiner Pfeife ist alles mega fest. Es ist wie ein Ochse drücke, drückst du durch ein bisschen zusammen, aber alles echt ultra fest und tadellos. Und also ich habe es jetzt ein paar Mal geraucht und als ich sie ausgepackt habe, war ich so ein bisschen schockiert, ob der Filigranität der ganzen Geschichte. Dachte ich mir, Mensch, die ist ja mini so, wenn du hier mal so eine Lehmann dagegen halte. Ne? Wir können ja hier mal ein bisschen einen kleinen Vergleich machen. Ja, guck mal. Ja, das ist schon ein bisschen. Ja, das wirkt dann schon ein bisschen. Ja, wie ein Spielzeug dagegen, aber das ist weit gefehlt, denn hier geht der Ringfinger rein, den kann ich sogar noch bewegen. Guckt mal, wenn ich ihn rausziehe, habe ich bis hier hoch, also eine wirklich stattliche Tabakmenge. Mit der Pfeife kann ich mindestens genauso lang rauchen wie mit meinen großen Pfeifen von Peter Lehmann. Ja, und was gönne ich mir da jetzt drinne? Ne? Ganz standesgemäß. Ein Tabak, den ich noch nicht vorgestellt habe, der es aber bald dazu bringen wird, ein Video von mir zu füllen. Und zwar heute den Revo-Plug in der Pfeife. Hinzu wie immer, Hesewese-Siese, 6-Schock-Kaffee, ja? Kollegas. Und ich will das mal vielleicht ein bisschen abrunden und euch mal zeigen, dass ich wirklich nicht mehr viel übrig habe. Es ist schon die zweite Packung, was es mit dem Tabak und mit der Tabaksendung auf sich hat. Gibt es dann in dem nächsten Video mehr dazu, aber ich kann nur so viel sagen, wenn wir bei anderen Tabaken von Cremigkeit reden, können wir hier beruhigt von Fettigkeit reden. Und das ist aber absolut nicht negativ zu sehen, sondern das ist so eine Fettigkeit, das ist wie so eine, als würdest du in so ein riesengroßes Stück Penatencreme reinbeißen. Boah, ich sage euch, der hat es ist echt ein gewaltig guter Tabak, kann man nicht anders sagen. Ja, aber dazu das nächste Mal mehr. Das soll kein Review sein für Tabak, sondern nur meine kurze Peterson-Wahn erklären. Ne? Ja, und jetzt gehe ich vielleicht mal noch ein Stück den Weg, den ihr eben schon am Anfang des Videos gesehen habt, hinter und hoffe, dass ich nicht wieder von meinen wahnsinnigen Gedanken eingeholt werde. In dem Sinne, Leute, haut rein, macht's gut, euer George.